Würdest du 1,4 Millionen Euro für einen Hund zahlen? Es gibt erstaunlich viele tolle und auch teure Hunderassen. Die Kosten für einen Hund können dabei sehr stark variieren. Einige Hunderassen sind wegen ihres Aussehens, ihrer Seltenheit oder ihrer Eigenschaften besonders begehrt. Das lässt die Preise teilweise bis in fünfstellige Bereiche oder gar noch höher steigen. Natürlich hängt der Preis für einen Hund aber nicht allein von der Rasse, sondern auch vom Alter, der Abstammung sowie dem Züchter, der Gesundheit und manchmal auch von einer speziellen Ausbildung oder gewonnener Preise ab. Auch von Land zu Land können die Kosten recht unterschiedlich sein. Wir zeigen dir nun die 10 teuersten Hunderassen der Welt, also sei gespannt. 10. Akita. Der aus Japan stammende Akita Inu gilt als unabhängiger Hund, für den es etwas Erfahrung in der Hundeführung benötigt. Er hat ein dichtes Fell, dicke dreieckige Ohren und trägt seine Rute eingerollt. Derzeit gibt es eine große Nachfrage für diese Rasse, aber nicht sehr viele seriöse Züchter. Deswegen sind die Preise für einen Akita ebenso wie für andere japanische, spitzähnliche Rassen relativ hoch. In Zahlen ausgedrückt meist zwischen 1.500 und 4.000 Euro. 9. Deutscher Schäferhund. Der deutsche Schäferhund ist ein wahrer Klassiker, der häufig als Diensthund zum Beispiel bei der Polizei eingesetzt wird. Durch seine ausgeprägte Lernfähigkeit wird der kräftige und ausdauernde Hund zum Beispiel gerne als Suchhund ausgebildet. Je besser seine Ausbildung, desto höher natürlich auch sein Preis. Für einzelne ausgewachsene, gut ausgebildete Hunde werden teilweise Preise bis in den fünfstelligen Bereich verlangt. Das Video zu dem deutschen Schäferhund findest du oben rechts in der Infobox verlinkt. 8. Rottweiler. Durch seinen kräftigen Körper und sein selbstbewusstes Wesen eignet sich der Rottweiler gut als Dienst- oder Schutzhund. Während Welpen einer durchschnittlichen Zucht zu normalen Preisen ab ca. 1.500 Euro abgegeben, kostet ein gut ausgebildeter Rottweiler, der auch bereits Prüfungen abgelegt hat, bedeutend mehr. Das Video vom Rottweiler ist oben rechts in der Infobox verlinkt. 7. Chow Chow. Den wuscheligen Chow Chow mit seiner charakteristischen bläulichen Zunge ist eine sehr alte, ursprünglich aus China stammende Hunderasse. Er gilt als eigenwillig, manche beschreiben es auch als stur und kann beispielsweise gut als Wachhund dienen. Viele Chow Chow-Besitzer halten sie aber auch wegen ihres bärenartigen Aussehens. Aber Achtung, der Chow Chow ist kein verspieltes Kuscheltier und auf keinen Fall ein Hund für Anfänger. Er benötigt Erziehung, Respekt für seinen unabhängigen Charakter und Fellpflege. Bei seriösen Züchtern gehen die Preise für einen Chow Chow oft bei 2.000 Euro los. Bei preisgekrönten Elterntieren können sie schon mal bis 8.000 Euro ansteigen. 6. Samoyede. Der Samoyede ist eine russischstämmige Spitzart, die auch als Schlittenhund Verwendung findet. Auch er benötigt viel Erziehungsarbeit und Bewegung. Charakteristisch für diesen mittelgroßen Hund ist sein weiches, dickes Fell, welches verschiedene helle Farbvarianten aufweisen kann. Am begehrtesten sind jedoch rein weiße Tiere aus alten sibirischen Züchtungen, die entsprechend bis zu 9.000 Euro kosten können. Andere Spitzarten, die sich besser als Familienhunde eignen, wie zum Beispiel der Pomeraner Zwergspitz, erfreuen sich aktuell großer Beliebtheit. Das Video vom Samoyede ist oben rechts in der Infobox verlinkt. 5. Eskimo-Hund. Der Eskimo-Hund ist ein weiterer Vertreter der Rassen, die als Schlittenhunde genutzt werden. In ihrer Heimat bei den Inuit wurden sie aber auch für andere Arbeiten wie das Jagen und Wachen eingesetzt. Sie sind hierzulande sehr selten und kaum zu bekommen, daher entsprechend teuer. Man muss dazu sagen, dass sie durch ihre Anpassung an arktische Gebiete und ihren Arbeits- und Bewegungsdrang auch nicht als Wohnungs- oder einfache Familienhunde geeignet sind. 4. Saluki. Der aus Persien stammende Saluki, wie auch weitere besondere Windhunderassen, zum Beispiel der afrikanische Asawak, gehören ebenfalls zu den teuersten Hunderassen. Die schnellen Sichttiger gelten als ruhig, sensibel und sehr elegant. Für einen Welpen bezahlt man beim Züchter ab 2.500 Euro. Stammen die Elterntiere aus berühmten arabischen Zuchtlinien, können daraus auch mal 10.000 Euro und mehr werden. 3. Cavalier King Charles Spaniel. Mit ca. 30 cm Höhe ist der hübsche Cavalier King Charles Spaniel der kleinste in dieser Liste. Er ist ein fröhlicher Hund, der meist nicht schwer zu erziehen ist und sich gut als Familienhund eignet.
Da bei der Züchtung in den letzten Jahrhunderten hauptsächlich auf sein niedliches Aussehen geachtet wurde, gibt es leider viele Zuchterbkrankheiten. Man findet Cavalier-Kingschartz-Welpen schon ab 1500 Euro. Wegen der Gefahr, einen mit Erbfehlern belasteten, sprich kranken Hund zu kaufen, sollte man, wenn man sich für diese Rasse interessiert, unbedingt zu einem Premium-Züchter gehen. Hier hat man durch zahlreiche Gesundheitsuntersuchungen die größte Chance, einen vitalen Hund zu bekommen. Preislich muss man dann aber auch deutlich mehr bezahlen. Man hört von Preisen bis zu 14.000 Euro. Auch die Kreuzung eines Cavalier-Kingschartz-Spaniel mit einem Pudel, Cavapoo genannt, gehört zurzeit zu gerne gekauften und entsprechend der Nachfrage hochpreisigen Hunden. Man bezeichnet solche Mischungen häufig als Hybrid-Hunderassen. Das Video vom Cavalier-Kingschartz-Spaniel ist oben rechts in der Infobox verlinkt. Zweitens, Pharaonenhund. Der aus Malta stammende, elegante Jagdhund, der mit seinem edlen Aussehen an den ägyptischen Gott Anubis erinnert, gilt als ein Vorfahre der spanischen Budencos, die wie der Pharaonhund auch für die Kaninchenjagd genutzt werden. Er hat kurzes, glattes Fell, in rötlichen Tönen, helle Pigmente, Stehohren und eine lange Schnauze. Er ist ein schneller Läufer und wirkt insgesamt sehr anmutig. Da der anerkannte Rassehund wirklich sehr selten ist, sind Preise von 6.000 Euro keine Seltenheit. Erstens, Tibet Mastiff. Die Nummer 1 in der Liste der teuersten Hunderassen der Welt belegt hier der Tibet Mastiff, auch Tibet Dogge oder Doki genannt. Die Herrenschutzhunderasse aus dem Himalaya wirkt durch ihre Größe und Stärke sowie durch ihr imposantes, dichtes Fell löwenähnlich majestätisch. Besonders Exemplare, die in tibetischen Klöstern als Wachhunder gezüchtet wurden, erlangen sehr hohe Preise. So wechselte vor ein paar Jahren ein Tibet Mastiff-Rüde für den unglaublichen Betrag von umgerechnet ca. 1,4 Millionen Euro dem Besitzer. Das Video vom Tibet Mastiff ist oben rechts in der Infobox verlinkt. Letztendlich bestimmt den wahren Wert eines Hundes nicht die Rasse oder der Kaufpreis, sondern sein Wesen. Es gibt viele interessante Hunderassen und es ist schön, einen besonderen Hund zu haben. Jedoch sollte man ein fühlendes Wesen nie als Statussymbol betrachten. Möchte man einen Hund für einen besonderen Dienst einsetzen, kann es durchaus Sinn ergeben, einen hochpreisigen Hund einer ganz bestimmten Rasse und Zucht zu erwerben. Doch sollte man nicht vergessen, dass auch in den Tierheimen viele Vierbeiner auf ein schönes Zuhause warten. Jetzt möchten wir deine Meinung wissen. Hast du selbst einen von diesen Hunden oder wie gefallen dir diese Rassen? Schreib es unten in die Kommentare.